Schönbi oder Marco? Schönbi, weil ja, Marco sagt mir mittlerweile glaub niemand mehr außer meine Familie. Limmat oder Schöflibach? Schöflibach, weil es Zurdorf ist und ja, da bin ich aufgewachsen. Ich habe ganz viel Fisch gefangen, Freunde da drin. Dübendorf oder Urdorf? Urdorf, ganz klar. Allmann Braunau oder Herrenschürli? Ja, ich wäre lieber im Herrenschürli, wenn dann das neue Trainingszentrum da steht. Jetzt sind wir schon lange da in dem Provisorium Braunau. Auto oder Velo? Ja, ist noch schwierig im Sommer, eher Velo. Kugelschreiber oder Farbstift? Farbstift. Wellenseitig oder Hamster? Da kann ich mit beiden nichts anfangen. Sneaker oder Stiefel Chelsea Boots? Lieber Sneaker für im Sommer, aber im Winter kann es auch mal ein Stiefel sein. Mütze oder Cap? Mütze, habe ich recht oft da. Haar kurz oder stylische Frisur? Jetzt habe ich sie recht lang kurz gehabt, aber jetzt bin ich sie wieder am Wachsen lassen, wie man es sieht. Und mal schauen, wo das einführt. Neue Frisur oder neue Sneaker? Neue Sneaker. Nutella mit Butter oder Nutella ohne Butter? Ganz klar ohne Butter. Zuerst Cornflakes oder zuerst Milch? Zuerst Cornflakes. Lasagne oder Pizza? Ganz, ja, schon eher Pizza, aber Lasagne habe ich auch gerne. Pizza mit Rand oder Pizza ohne Rand? Mit einem luftigen Rand. Risotto oder Polenta? Gutes Risotto. Chinesisches Essen oder thailändisches Essen? Ist für mich fast das Gleiche. Tee oder Kaffee? Kaffee kann ich nicht verzichten. Übersteiger oder Tunnel? Schon eher das Tunnel. Fallrückzieher oder Seitfallzieher? Wenn, den richtigen Fallrückzieher. Kraftraum oder Lauftraining? Lieber im Kraftraum. Ein Goal oder zwei Assists? Lieber zwei Assists. Doppelpack oder Siegtor in der 93. Minute? 93 Minuten, ganz klar. Das Goal gegen Osmanlispor oder Freistoß-Goal gegen St. Gallen? Osmanlispor. Schöner gewesen. Derby-Sieg oder Sieg im Klassiker? Ich nehme beides mit. Mittagsschlaf oder Spaziergang? Mittagsschläfli. Karibik oder Malediven? In der Karibik. Ibiza oder Tulum? Oh, schwierig. Sommer Ibiza und im Winter auf Tulum. USA oder Kanada? Kanada bin ich noch nie gewesen, würde ich gerne mal gehen. Handy lautlos oder Handy laut? Immer lautlos, dass ich meine Ruhe habe. Schal oder Händchen? Schal für den Winter. Französisch oder Englisch? Lieber Englisch. Kopfballgoal oder Goal mit dem Fuß? Inner mit dem Fuß für den Kopf habe ich glaube ja, mit 14 mein letztes gemacht. Basketball oder Hockey? ZSC, Eishockey. Tennis oder Padel-Tennis? Padel-Tennis bin ich so stark. Fernsehen schauen im Bett oder auf dem Sofa? Lieber auf dem Sofa, weil im Bett dann schlafe ich gerade. Premier League oder Bundesliga? Bundesliga. Fotografieren oder malen? Schwierig, mache ich beides sehr gern. Ja, beide. Deep House oder Hip-Hop? Ganz klar Hip-Hop. Deutsche oder amerikanische Hip-Hop? gute Mischung von beiden. FIFA oder Call of Duty? Ganz klar, Call of Duty. Body enge oder Body tiefe Brust? tiefe Brust hast du ein bisschen mehr Platz als in der enge. Skateboard oder Wakeboard? Im Sommer gerne einmal Wakeboard mit dem Adi, aber ja, wenn es geht, dann einmal Skateboard. Und zu guter Letzt, Nazi-Aufgebot oder Transfer ins Ausland? Schwierig, ich glaube, ja, nochmal ein Nazi-Aufgebot. Wäre schon cool.